Das Team mit den wenigsten Toren in FIFA 22 werden wir uns heute kaufen. 11 Chancentode, wenn man das so sagen kann. Und glaubt mir, so wenig Tore wie die schießen, bin ich mal gespannt aufs Gameplay später. Wir starten mit dem Torhüter und für das Team habe ich mal wieder Informs und so weiter nicht berücksichtigt. Und im Tor starten wir mit dem torungefährlichsten Torhüter in FIFA 22 und das ist laut Footbin Edwin Van der Sar. Und zwar seine Prime-Icon für 225.000 Münzen. Ich kaufe jetzt einfach mal random den Kollegen und hat er schon mal ein Tor geschossen? Nee, also ist das direkt confirmed. Aber willkommen im Team Edwin Van der Sar. Und damit machen wir weiter mit dem Rechtsverteidiger. Der Kollege schießt im Schnitt 0,01 Tore pro Spiel. Also das ist sehr, sehr wenig, würde ich mal behaupten. Hierbei ist die Rede von Wilson Manafa. Und wenn ich so seinen Schuss anschaue, finde ich, sieht er gar nicht mal so bad aus. 66 Abschluss für einen Rechtsverteidiger ist nicht so schlecht. Aber der Kollege schießt, wie gesagt, nur 0,01 Tore pro Spiel. Andere Karten, die ähnlich schlecht sind, sind zum Beispiel Cafu oder Hector Bellerin. Aber Manafa ist wohl der Kollege, der die wenigsten Tore überhaupt schießt. Und damit kommen wir zu den beiden Innenverteidigern. Und ich finde, Innenverteidiger können schon immer mal wieder Tore schießen. Die hast du dann vorne bei der Ecke stehen und die köpfen dann auch ab und zu mal ein Ding rein. Aber einer, der wirklich keine Dinger reinköpft, ist die Future-Star-Karte von Ibanez. Der hat nur 40 Schießen. Das ist natürlich unfassbar schlecht. Ich bin mir gerade aber voll unsicher, ob das jetzt im Vergleich zu anderen Innenverteidigern viel schlechter ist oder keine Ahnung. Er hat aber auch, muss man sagen, nur 76 Sprungkraft und nur 80 Kopfball. Und das bei einer Körpergröße von 1,85. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der da nicht so viel reinköpft. Und deswegen zu Recht der torungefährlichste Spieler in FIFA 22 ist. Denn der Kollege schießt übrigens auch nur 0,01 Tore pro Spiel. Und auch der nächste Kandidat schießt nur 0,01 Tore pro Spiel, aber vielleicht 0,012 oder so. Also ein bisschen mehr als Ibanez und zwar Cannavaro. Fabio Cannavaro. Die nächste Icon ist am Start. Sieht an sich sehr, sehr nice aus. Er hat immerhin 4 Schuss mehr als der gute Ibanez, aber bei ihm ist es das Gleiche, beziehungsweise was heißt das Gleiche? Er ist nur 1,76 groß. Hat zwar echt gutes Sprungkraft und gute Kopfballpräzision, aber mit 1,76 musst du auch wirklich sehr, sehr hoch springen, um da ein paar Dinger zu versenken. Und ja, Cannavaro, der zweit-torungefährlichste Spieler in FIFA 22. Linksverteidiger, let's go. Und bei der Linksverteidigerposition holen wir uns den ersten Team of the Season ins Team. Und dabei geht es um Mitchell. Let's go. Willkommen im Team. Der Kollege hat 55 Schießen und das ist wirklich echt schlecht für einen Linksverteidiger oder einen Außenverteidiger. Da hat Manafa ja wirklich echt 65 Schießen. Das sieht sogar echt gut aus im Vergleich zu Mitchell, der wirklich nur 52 Abschluss hat. Also die Schussstats sind nicht zu gebrauchen. Dazu ist er nur 1,80 groß und hat jetzt nicht die beste Kopfballpräzision. Dazu nur 75 Sprungkraft. Also ich kann komplett nachvollziehen, warum der Kollege der torungefährlichste Spieler in FIFA 22 ist. Und damit kommen wir zum linken Mittelfeldspieler. Und der Kollege ist nicht nur der torungefährlichste linke Mittelfeldspieler. Er war auch im Team der am wenigsten gespielten Spieler in FIFA 22. Oh je, Mine. Da ist der gute Mann. Die Rede ist von Cucurella. Der Kollege schießt 0,16 Tore im Spiel. Also bis jetzt ist es der torgefährlichste Spieler in unserem Team. Bisschen... Ja, mehr Tore hat er am Start. Hier hat er sogar eine Ratio von 0,25. Also das ist gar nicht so schlecht. Also der Vorbesitzer hat mit dem gut Gas gegeben. Mal schauen, ob er gleich im Gameplay für uns auch netzen kann. Aber ganz ehrlich, die Karte sieht schon bodenlos aus. Wir haben die nächste Icon im ZM. Und zwar ist die Rede von dem 90er Makelelelele mit 50 Schießen, 46 Abschluss, 58 Kopfball. Hilfe. Und ja, ist auf jeden Fall eine Maschine. Zocke ich auch als ganz gerne, muss ich sagen. Aber Tore schießt der heute wahrscheinlich auch eher keine. Aber der Vorbesitzer hat immerhin 12 Buletten in 233 Spielen gemacht. GG. Und der Kollege rechts daneben ist quasi eine Kopie von der Karte. Desai 88er Karte im Mittelfeld. Der hat immerhin 54 Schießen und schießt auch immerhin 0,03 Tore im Schnitt pro Spiel. Also ein Ticken besser, kann man sagen. Wobei der schlechter ist als der von den Stats pro geschossenen Toren pro Spiel. 16 Tore in 596 Spielen beim Vorbesitzer. Also das ist wirklich ganz großer Quatsch. 42 Abschluss, noch weniger als Makelele. Aber der Kollege kann halt wenigstens köpfen. Also wird es am Ende des Tages wahrscheinlich daran liegen, dass der echt relativ groß ist. 1,85 und gut köpfen kann. Deswegen hat er wahrscheinlich ein paar Tore zumindest geschossen in FIFA 22. Und auch im rechten Mittelfeld geht es legendär weiter. Fragt mich nicht, wieso hier lauter Icons drin sind, die keine Tore schießen.
Und eigentlich wäre auch auf der rechten Mittelfeldposition Makelele auf der 1 gewesen, aber den haben wir jetzt schon im Team. Aber Schweinsteiger kommt rein ins Tor, ungefährlichste Team in FIFA 22. Und ich, Digga, das ist respektlos. Der hat 88 Schießen, 85 Abschluss, sieht absolut gut aus. Warum hat er so wenig Tore geschossen? Nämlich 0,11 Tore pro Spiel. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, spielen denn sehr, sehr viele halt nicht als rechten Mittelfeldspieler, auch nicht als Stürmer, auch nicht als ZOM, sondern als ZDM, weil da würde ich den persönlich auch zocken und dann ist ganz klar, warum der so wenig Tore geschossen hat. Aber Basti, Junge, das hätte ich ein bisschen besser von dir erwartet. Bin ich ehrlich mit dir. Bevor wir zu der Überraschung des Teams kommen, kommen wir jetzt erstmal zum ersten Stürmer. 0,16 Tore, das ist so wenig für einen Stürmer. Aua. Und das hat der gute Repa geschafft. Also, Digga, was ist los mit dir, mein Bester? Klar, der hat auch wieder gute Allround-Stats und ich denke auch deswegen, den haben halt wirklich viele Leute auch als ZDM eingesetzt, weil 83 Abschluss ist halt auch einfach nicht gut für einen Stürmer, aber dass der so wenig Tore geschossen hat, ist schon ein bisschen krass. Aber was jetzt hier reinkommt, Digga, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Und zwar ist im Team mit den wenigsten Toren in FIFA 22 Bullet Moments. Was sehen meine Augen hier? 0,18 Tore schießt der Kollege nur. Kostet ganze 3 Millionen Münzen. Also ein stolzer Preis. Wir checken mal die Stats von dem Kollegen ab. 87 Tore in 546 Spielen. Also das sieht mir jetzt nicht nach so wenig Toren aus. Aber bei dem könnte ich es mir halt auch vorstellen, dass viele Schwitzer den als ZM oder ZDM zocken. Aber du kannst den halt auch in den Sturm stellen. Seine Prime-Icon ist ein bisschen besser mit 0,19 Toren. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts bis zu sehr Sergio Ramos, der 0,26 Tore hat. Aber den zocken halt wahrscheinlich auch voll viele im Mittelfeld. Und damit steht das torungefährlichste Team in FIFA 22, die wenigsten Tore dieses Jahr geschossen hat, dieses Team. Und ich kann es wirklich bei fast jedem Spieler absolut verstehen, außer bei Rullit. Ich komme nicht drauf klar. Viele zocken den halt wirklich als ZDM und da macht er halt keine Tore. Der räumt euch alles ab, aber der macht keine Tore. Aber bei uns macht er das. Wir gehen rein ins Spiel. Let's go. So, wir gehen rein ins Spiel und jetzt habe ich wirklich Angst, ob wir irgendwas mit unserem Team reißen, weil die haben nicht umsonst so wenig Tore dieses Jahr geschossen. Aber meine ganze Hoffnung liegt auf dem Kollegen hier. Ruud Gullit. Let's go. Repa, dein Konto mal aufstocken. Leider nicht. Ey, Repa läuft sich wieder gut frei. Chup, ja, kommt viel zu spät, der Lupfer. Ey, so langsam weiß ich, warum der so schlecht ist, ne? Boah, was eine Flanke. Danke, Hanke. Ja, wow. Kommt Desai, Ripa. Macht er gut. Bleib cool, Junge. Ja, Mann, let's go. Jetzt hat er ein Tor in einem Spiel bei uns. Also ist er schon mal besser als seine Stats eigentlich verraten. Komm, Rullit, Junge. Oh, den habe ich drin gesehen. Schweinsteiger auf Rullit. Let's go. 2:2. Es geht doch. Beini mit dem perfekten Pass auf Rullit und der ist eiskalt vom Tor. Let's go. Let's go, Schweini. Brutaler Pass auf Rullit und der mit dem nächsten. Also der ist auch einfach in dem Team eine Lebensversicherung. Boah, das ist gut gespielt. Und ich will jetzt nicht schon wieder mit Rullit treffen, sondern mit Cucurella. Oh, was für ein Brett. Let's go. Komm, Junge. Ja. Ja, der kommt wieder zu Repa, der zu Ruud Gullit und der. Alter, es ist Wahnsinn, wie gut der ist. Boah, was war das für ein Pass? Cucurella mit dem Doppelpack. Ja, der Kollege schreibt mir jetzt hier erstmal die Nachricht, nachdem der 7 Buletten gefressen hat. Alles gut, Digga, wirklich. Digga, was ist mit ihm? Er kassiert von dem torungefährlichsten Team in FIFA 22 7 Dinger und muss mich dann beleidigen. Nee, wirklich. Junge, was stimmt nicht mit ihm? Und da quittet er dann noch. Also wirklich keine Worte für den Kollegen. Wie bad kann man sein? Grüße gehen raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier könnt ihr noch ein aktuelles Video abchecken. Wir sehen uns morgen zum nächsten Banger-Video. Macht's dann gut, haut rein und ciao.